Hey, herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Pokémon Blattgrüne Edition. In der letzten Folge haben wir hier diese ganzen Idioten hier platt gemacht, ne? Und eigentlich wollte ich außen rumgehen, aber nein, wir nehmen hier alles mit, damit wir auch jeden Gegner gesehen haben, wie es sich nun mal gehört. So halbwegs. Na komm, Ronnerschneckchen. Lass deine Pokémon gegen meine antreten. Muss das sein? Ja, natürlich muss das sein. Ich hab's mir ja genauso ausgesucht. Eine Schönheit Silvia. Hallo Silvia. Silvia schickt Pipi in den Kampf. Pipi! Scheiß Pipi-Viech-Dreck. Und so weiter. Was wollte ich jetzt machen? Achso, genau. Kämpfen wollte ich, ja. Hoffe ich mal, dass der Donnerblitz für dieses Viech ausreicht, weil Pipi ist mir nicht so ganz geheuer. Nein, nicht ganz, aber es ist immerhin paralysiert. Das könnte uns einen kleinen Vorteil verschaffen. Und Metronom... kein Vorteil. Naja, gut, wir bekommen das Metronom Pfund. Das kann das Viech so oder so schon. Komm, Donnerschock sollte jetzt reichen für den... Für den Rest, wollte ich sagen. Aber jetzt kriegen wir noch ein Spotlight. Zeigt alle Aufmerksamkeit. Jawohl, und da wird diese Aufmerksamkeit auch schon belohnt mit einem Donnerschock. Der das Pipi ins Grab tritt oder sowas in der Richtung. Als nächstes wird Mauzi in den Kampf geschickt. Mauzi sollte ein einfacher Gegner sein. Haben wir in der letzten Folge schon ein paar Stück platt gemacht. So, Silvia, du kleine Schönheit. Bin ich mal gespannt. Ein Donnerblitz für Mauzi und. Ist jetzt Zahltag? Jawohl. Das war's mit Mauzi und Pikachu erhält 427 EP, was immerhin schon mal ein kleiner Anfang ist. Silvia wurde besiegt. War das schon alles? War das schon alles? Ach, keine Ahnung. War das schon alles? So eine Stimme würde doch bei der ganzen Schminke passen, oder? War das schon alles, du blöder Sack? Du hast mich fertig gemacht, aber ich komme wieder. Ja, das könnte passen. Gut, nimm mal das 2088 Pokédollar. Die nehme ich liebend gerne an, Kleines. Und dann möchte ich deine Schwester ja auch gerne noch platt machen. Natürlich werde ich mit dir spielen. Tut mir leid, aber das ist auch eine kleine Schönheit. Da passt die Stimme wieder. Lola. Lola? Gab's nicht mal ein Lied so? Lola, Lola, Lola. Lola, la, 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 Lola. War das nicht so in der Richtung? Okay. Radfratz. Na, Radfratz sollte ein leichter Gegner sein. Ah, Megakick geht auch gern daneben, aber wir treffen. Ich wollte mir gerade mal so einen Donnerblitz und so weiter aufheben. Was ja, denke ich, auch mal sein muss, oder? Ich weiß nicht so recht. Pikachu 328 EP. Und Pikachu als Gegner, nein, das möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht durchleben. Pikachu gegen Pikachu. Vom letzten Kampf bin ich immer noch ein bisschen geheilt. Aber nur ein kleines bisschen. Ein little bit. Kadabra wird in den Kampf geschickt. So, Pikachu, zeig mal, was du kannst. Zeig mal, ob du es überstehst. Freundchen, benimm dich. Gut, das war's mit Pikachu. Was kriegen wir als nächstes? Pikachu wurde besiegt, Kadabra erhält 474 EP und Radfratz wird nochmal in den Kampf geschickt. Da werden wir jetzt zurück auf Pikachu wechseln. Wenn ich mir Pikachu und Shilluk so angucke, es sieht nicht gar so gesund um die beiden aus. Da müssen wir wohl noch ein bisschen trainieren. Oder erstmal einen Pokémon-Sender finden und dann auf jeden Fall trainieren, damit die auch nicht mehr so dicke Hiebe hier bekommen. Und diesmal der Donnerschock, der reicht so oder so dicke. 14... KP haben wir noch, also 14 Kraftpunkte. Oder Kampfpunkte? Ne, eigentlich Kraftpunkte. So, und jetzt müssen wir definitiv hoffen, dass Radfratz keinen, ich betone und wiederhole, keinen Ruckzuckhieb macht, weil sonst war's das mit uns. Nein, wir sind zuerst dran, das bedeutet, Radfratz macht keinen Ruckzuckhieb. Radfratz macht jetzt gar nichts mehr. So, Spieler besiegt Schönheit Lola. Oh. Du durchtriebenes Balk! Jetzt bin ich irgendwie bei Hans gelandet, oder? Naja, ist ja egal. 1944, ja, das war ein Scheißjahr, glaube ich. Ich war da noch nicht so ganz auf der Welt. Okay, ich würde doch gerne unsere Pokémon heilen. Haben wir irgendwas zum Heilen dabei? Oder muss ich jetzt wirklich den Weg zurücklaufen, was absolut scheiße wäre? Äther haben wir schon mal dabei, das ist schon mal gut. Sonderbonbons haben wir dabei, Beleber. Supertrank haben wir 17 Stück dabei. Ja, der ein oder andere sollte schon dabei sein, denke ich. Warum? Ich bin so blöd. Ich dachte, unser Pikachu wäre ausgewählt. Ist egal. Haben wir es halt verschwendet. 21 Punkte hin oder her. Ein Supertrank hin oder her, würde ich jetzt schon sagen. So, Pikachu ist fast ganz aufgefüllt. Macht nur 50 Heile. Naja, gut. Dann war es nicht so sehr ein Retrobrief.
Brief mit dem Aufdruck dreier niedlicher, posierlicher Pokémon-Gesichter. Okay. Und welche? Prüfen. Ach, da unten. Retro-Brief, was hat denn der zu bedeuten? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist alles so lange her, dass wir den ganzen Scheiß hier bekommen haben. Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Wow, deine Orden sind super cool. Ich weiß, dankeschön, Kleines. Es werden noch mehr. Das verspreche ich dir, Kleiner. Keine Ahnung, wie man die hier ausspricht. Quapsel wird in den Kampf geschickt. Da ist doch super, dass wir Pikachu vorne auf dem ersten Platz haben, wo es auch hingehört. Ja, Donnerschock reicht. Das ist ein Wasser-Pokémon. Da ist es auch egal, ob es nur 5 Level Unterschied sind. Der Donnerschock, der reift definitiv. Natürlich, der reift. Quapsel wurde besiegt. Oh, fast 500 EP. Nochmal Quapsel. Immer her damit. Quapsel ist immer gerne gesehen. Donnerschock. Es ist sehr effektiv gegen Quapsel, das weiß ich natürlich. Dankeschön. Danke für den Applaus. Und, das war's. Ich dachte, ich hätte 3 dabei gehabt. Zählen kann ich also auch nicht. Nicht nur scheiße lesen, sondern auch nicht zählen. Und jetzt habe ich gar nicht vorgelesen, was die Schnecke wollte. Egal. Die da unten nehmen wir auch noch mit. Wir nehmen alle mit. Alle, die ich jetzt so finde. Meine niedlichen Pokémon möchte ich gerne kennenlernen. Oh, was hast du denn dabei? Vielleicht kannst du mir das ein oder andere abgeben, wenn sie mich schon kennenlernen möchten. Eine Herausforderung von Picknickerin Hilde. Und sie hat einen Taubsi dabei. Taubsi soll schnell gegrillt sein. Und danach könnten wir gegebenenfalls ein Level abhaben. Ruckzuck-Hieb von Taubsi, das ist nicht so schön, aber pff, müssen wir halt durch. Ist ja scheißegal. So, Taubsi ist weg. Mauzi wird in den Kampf geschickt. Mauzi hatten wir auch schon lange nicht mehr, also, ne? Ach, hätte ich jetzt eine Facecam mit drin, dann würdet ihr meinen begeisterten Blick sehen. Aber ist ja soweit egal. So, Hilde, schmeiß dein Mauzi rüber. Ich will mal Tom und Jerry mit dem Viech spielen. Da war ja was. Okay, nächstes Mauzi bekommt einen Donnerblitz ab, kein Donnerschock mehr. Komm. Den Donnerschock, den können wir uns jetzt noch gönnen, weil pff, so viel Leben hat das Vieh jetzt auch nicht mehr. Noch ein Taubsi, okay. Taubsi! Hallo Taubsi, hier hast du einen kleinen Donnerschock. Freue dich, kannst damit spielen gehen, ja? Den schenke ich dir. So, Taubsi. Da hat Taubsi... Ich wollte gerade sagen, was aufs Maul bekommen, aber Taubsi hat ja gar kein Maul, sondern ein Schnabel. Es ist nämlich ein Schnabeltier, ein fliegendes. Hahaha. Ich weiß, der war grottenschlecht. Dein Anblick ist mir ein Pläsier, dein Atem riecht nach Schnabeltier. Ja. Das war ein anderes Spiel, das gehört hier nicht hin, aber man kann es ja trotzdem verwenden. Tauboga, okay, Tauboga bekommt definitiv auch eine von Pikachu, aber diesmal Donnerblitz, weil ich glaube, gegen Tauboga macht der Donnerschock jetzt nicht so viel. Glaube ich zumindest. Versuchen kann man es ja mal. Nein, versuchen werde ich es definitiv nicht. Was laber ich ja eigentlich schon wieder durchgehend am Stück für eine hirnlose Scheiße? Könnt ihr mir das sagen? Nein, auch nicht. Ich auch nicht. So, Picknickerin Hilde. Wow, du hast mit Leichtigkeit gewonnen. Ja, nein, Leichtigkeit war es nicht. Hätte ich es richtig gemacht, dann wäre es Leichtigkeit gewesen, weil dann hätte sich dein scheiß Mauzi auch nicht wehren können. Aber so hat unser Pikachu wieder eine vors Maul bekommen. Ach, schön ist das nicht. Schön ist was anderes. So, was haben wir denn alles da oben? Was? Da ist auf jeden Fall eine Wiese. Ja, möchte ich zerschneiden. Bibo los. Bibo los. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob hier hinten irgendwo ein Item rumfliegt, aber es sieht nicht so aus. Wenigstens ein seltenes Pokémon. Wow, ein Blutzug. Ist ja nicht so, als ob ich schon eins in der Tasche habe. So ein Puschel. Flocken-Puschel-Ding hier. Komm, da hauen wir mal ab. Weil wir haben noch einen etwas weiteren Weg vor uns. Und da brauchen wir natürlich auch unsere restlichen Attacken, die wir noch haben. Und viele haben wir nicht mehr. So, du komm mal ran hier, mein Kleiner. Meine Vogel-Pokémon begleiten mich immer. Mein Pikachu begleitet mich auch immer. Ja, irgendwie ist das schon nervig, dass ich jetzt seit
Boah, seit den Turm eigentlich die ganze Zeit nur aus Pikachu braucht. Hier und da mal wechseln, ja, aber... Na, ich hätte schon mehr, gerne mehr Vielfalt drin, aber was will man machen? Daraus wird wohl nichts. Hier reicht der Donnerschock, denke ich, hoffe ich. Jetzt habe ich natürlich auch nicht aufs Level geachtet von den anderen, aber wir sehen, Level 26 Taubsi ist immer noch ein Donnerschock. Ja, da reicht immer noch einer. Und wir bekommen 306 Tauboga. Nein, wir werden nicht wechseln. Tauboga bekommt einen Donnerblitz. Und jetzt will ich erstmal gucken, wie viele Attacken wir überhaupt noch haben. Fritjof. Oh, keine Ahnung. Fritjof, Vogelfänger, Fritloff. Hört sich merkwürdig an. So, hat ein bisschen was von Ludolf. Nee, auch nicht so ganz. Ach, merkwürdig. Bestimmt Wikinger. Es ist sehr effektiv. Das war's mit dir, Tauboga. Schlaf schön. Und im nächsten Leben kommst du mit uns. Habitak! Habitak habe ich auch schon lange nicht gesehen, glaube ich zumindest. In der letzten Aufnahme. Kann das sein? Ja, ne? In der letzten Aufnahme hat man, glaube ich, einen Habitak. Okay, wir haben definitiv noch 18 davon. Nur noch 7 Donnerblitz. Wir müssen langsam mal ein bisschen sparsamer sein. Das heißt sparsamer, ich müsste eigentlich nicht jeden Gegner mitnehmen, aber ich mach's trotzdem, weil ich das gerne mache. Es könnte nur sein, dass wir zwischenzeitlich mal ins Pokémon Center rennen werden und dann nochmal zurück für den Rest hier. Ibitak gibt wenigstens schön EP, das ist toll. Vogelfänger Fritjof bringt Ibitak und Ibitak bekommt einen Donnerblitz von uns, direkt auf den Schnabel gejagt. Das hat aber auch einen fiesen Schnabel, das Viech. Ach schön. Ibitak wurde besiegt, 901 EP. Den einen EP hätten wir uns auch sparen können, aber okay, wir nehmen alles mit. Die Luft ist raus. Natürlich ist die Luft raus. Ach ja. Warum ist hier dieser Weg? Liegen hier vielleicht irgend... Ach komm, lass mich in Ruhe, ich will gucken, ob hier Items rumliegen. Nein, sieht nicht so aus. Keine Ahnung, warum hier dieser Weg ist. Merkwürdig. Okay, wir müssen also oben rum. Komm ran, mein Kleiner. Mach den Platz frei. Ich will gucken, was dahinter ist. Bin unterwegs und habe Rückenwind. Rückenwind? An welches Lied muss ich gerade denken? Also auf jeden Fall wieder ein Vogelfänger. Und dieser kleine Vogelfänger, der wird jetzt die Macht... Joschka wird jetzt die Macht unseres Pikachus zu spüren bekommen. Mit einem kleinen, zärtlichen Donnerschock werden wir dieses Habitak in 5 Teile zerlegen. Vielleicht sogar noch ein paar Teile mehr. Wer möchte eine Keule? Hat jemand Hunger? Oh, jetzt ein Hähnchen. Boah. Ja, da träumen wir von Hähnchen und da kommt das nächste Hähnchen angeflattert und wird gleich auch noch gegrillt. Also Leute, heute ist Hähnchenfreitag. Wer ein Stück von dem Taubsi hier haben möchte, bitteschön, schnappt es euch. So, die nächsten 2 Keulen sind zubereitet. Wer Flügel möchte, es waren auch 2 Stück dabei. Ach ja, warum labere ich heute eigentlich schon wieder so viel gequirlte Scheiße, Mach ich irgendwie immer, oder? Eine Sekunde bitte. Ich werde mal hier ohne zu quatschen ganz kurz. Moment. So, Taubsi wurde besiegt. Natürlich wurde Taubsi besiegt. Und wir sollten unserem Pikachu langsam mal wieder einen Heiltrank reinfeuern. Habitak ist der nächste Gegner. Damit kann ich leben. Dann hat nach dem Habitak hier unser Pikachu auf jeden Fall ein Level Up, was auch sehr schön sein kann. Davon haben wir noch 14. Also wir haben noch 14 Donnerschock. Nicht mehr so viel, aber es muss reichen. Und ich gehe mal davon aus, jetzt nach dem Habitak gibt es noch einen Ipitak zum Mitnehmen. Ipitak Nuggets. Oh, jetzt ein paar... Ipitak Nuggets. Nee, es ist ein Habitak, was da noch kommt, was mich sehr verwundert. Aber okay. Dann werden wir... Ja, das Habitak bekommt auch noch einen Donnerschock und... Damit es auch ultra langweilig wird, natürlich, ne? Wie man sich auch schon denken kann. So, Habitak wurde besiegt. Jetzt werden wir mal gucken, was es da hinten in der Ecke gab. Die von dem Typ hier, hier hinten, die Ecke.
Die meine ich. Gibt's hier ein Item? Gibt's da was? 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 Gibt's da... Nee, natürlich nicht. Außer ein Gegner, aber ich möchte... Ja, gut. Ich wollte jetzt gerade den Fahrradfahrer oder Motorradfahrer, den Biker noch mitnehmen, aber das war's dann wohl. Hier haben wir auch noch einen kleinen Vogelfänger, aber ich verabschiede mich aus dieser Folge. Ich denke, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Tschüss.